Mann, man spielt das doch dann weiter. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Ja, was ein unglaublich einfallsreiches Intro, ich weiß. Mann, war das dumm gerade. Egal. Ja, was jetzt hier? Ach so. Ab geht's über die Seerosenblätter und willkommen zurück bei Legend of Kay. Im letzten Part haben wir die Krallen bekommen. Die Teile hier. Und wir haben die Katzenstatue und alle aktiviert. Boah, scheiße. Kröten töten. Oh ey, ihr Ratten, ihr reimt ja sogar schon. Seid vielleicht doch nicht so sprachbehindert, wie ich dachte. Erstmal, Moment. Lass mich erstmal eine Runde im Kreis laufen. Wow. Jetzt werfen die Typen hier schon Bomben. Bomben. Cool, was ist hier in der Truhe? Scheiße! Ach, die gehen gar nicht in die Luft, okay. Dann noch einen Frosch mit meinem Kampf befreien. Ich will sonst nichts zu tun. Hey, cool, geht gerade voll aus in die Luft. Ja, tschüss. Okay. Au! Alter, lasst mich doch mal jetzt hier. Okay. Ich bin schon voll geschwächt, weil sie hier die ganze Zeit die Bomben abkriegen. Ihr seid doch bescheuert. Entschuldigung. Zack. Boah, was seid ihr für Typen? Spielerschildkröten. Den gar nichts auf Lager. Außer Schildkröten und Ratten. Ach, Gorillas wären lustig. Gegen die zu kämpfen macht viel mehr Spaß. Treffe gerade gar nichts. Zack. Boah. Das ist so mies, der Angriff von denen. Die rennen einfach und schlitzen. Sau gemein. Gut, ich meine, guckt mich an. Ich metzle dir alles weg, aber das ist echt fies. Genau euch meine ich. Oh, und die Bomben nerven einfach so. Ja, so eine Rüstung ist dann schon praktisch. Muss man sagen. Zack. Okay. Oh, noch ein bisschen Geld einsacken. Dankeschön. Der Turm hier voll kaputt. Wing. Das erste Hindernis habe ich geschafft. Aber jetzt muss ich ganz schnell dieses Froschdorf finden. Woher weiß Kay, dass es hier vorbei ist? Die ganze Kacke. Egal. Naja, jetzt geht's langsam ins Froschdorf. Überspringen. Marschland. Ach, jetzt sind wir im Marschland, okay. Oh, Chef, die Krokodile-Typen verbünden sich mit den Mauvais-Gorilla-Bestien. Und das macht das Übel noch viel schlimmer. Aber Alter, ich verstehe eh kein Wort, was du laberst. Mon Dieu, wir werden angegriffen, Chef. Ja, schon besser. Angegriffen? Angegriffen. Und was noch viel schlimmer ist, sie haben unseren dernier Fluchtweg zur verlassenen Stadt gesperrt. Jetzt sind wir gefangen und sie werden uns vernichten. Oh, tja, tut mir leid, ich kann euch auch nicht helfen. Beruhig dich, niemand hält uns auf. Was können wir tun? Nichts. Die Froschkopftür zur verlassenen Stadt kann man nur mit zwei Schlüsseln öffnen, die uns die Krokos und die Schildkröten gestohlen haben. Aber ich weiß nicht... Alter, was könnt ihr Frösche eigentlich außer ablusen? Ja, das sind ja auch Franzosen, ne? Dann warte dich. Vergesst das mal ganz schnell. Hey, warte. Warte, Mann! Egal. Hä? Hey. Wie komme ich... Ah. Was ist das denn für eine Scheiße? Volles Blickboot. Okay, ey. Hast auch schon bessere Zeiten erlebt, ne? Na gut. Also, jumpen wir weiter. Jump, jump. Jump. Oh, diese Schmodderblasen, die sind so ekelhaft und gefährlich. Wenn man da reingeht, also wenn man da von dem Mock getroffen wird, dann dreht sich die Steuerung um. Das ist einfach so fies. Und nervt. Okay, der Laden, da brauche ich jetzt erstmal nicht hin. Hey, Mister. Nicht so laut. Die sind überall, mon ami. Was ist los? Warst du schon an den Todessümpfen? No? Da soll man ganz nützliche Sachen finden. Ah, danke, Mann. Oh, danke. Noch mehr? Oh, lala. Ein Froschkopf-Amulett befindet sich in die Krokodilstempel.
und du musst erst die Krokodilsträne finden, um da reinzukommen. Okay. Oh mon Dieu! Am besten du sprichst mit dem Bürgermeister Go. Er weiß Bob mehr. Bob mehr. Alles klar, Mann. Oh Mann, die Frösche sind echt eigenartig. Aber da mit den Sümpfen hat er schon recht. Da gibt es nämlich auch wieder ein neues Schwert. Und das ist ziemlich geil. Das hole ich mir natürlich. So schnell wie möglich. Genau. Und da kann ich jetzt auch gleich mal zum Händler gehen. Wenn ich mir das so schnell wie möglich holen will. Gleich mal die Sachen hier liegen lassen, denn ich brauche Bomben. Hornissentränke. Hallo. Hallo. Oh, geil. Auf. Klar, kaufe ich mir den. Ich bin nicht blöd. Zack, danke, Mann. Tschüss. Oh, hier, das Geld. Alles geht flöten. Oh, ne. Haben noch voll viel. Einfach 3000. Dum, 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 dum. Okay. Jetzt spreche ich erstmal mit dem Bürgermeister. Mit dem Bürgermeister Gu. Vor allem, sie. Der ist angezogen, die anderen sind alle nackt. Das ist so blöd, ja. Hui. Du musst Kay sein. La Froche Dörf ist im Moment die einzige sichere Ort. Aber wir rechnen noch in diese Nacht mit La Attacke. La Attacke. In die ganze Stadt wurden Truppen gesichtet. Welche Abwehrmaßnahmen habt ihr getroffen? Oh mon Dieu! Abwehrmaßnahmen! Wir sind noch Frösche, Ami! Bien verängstigte Frösche! Das reinste Zuckerschlecken für Shuns Armee! Kay, alle unsere Hoffnungen ruhen auf dir! Wenn du Froschdorf jetzt betreten möchtest, komm nur hinein und ruh dich noch aus! Du bist herzlich willkommen! Okay, du meinst, ich soll mich opfern für eure komischen grünen, ekelhaften... Meine Chancen, gering bis verschwendend. Sachen da. Okay, also wenn ich jetzt hier ins Froschdorf will, dann geht das Battle los, sag ich mal. Aber das will ich ja nicht. Also hole ich mir erstmal das fette Schwert. Und erledige noch so ein paar Sachen im Sumpf. Bevor ich da reingehe. Denn da drin ist echt voll mies. Nicht nur, weil da Frösche sind und die stinken. Nee. Wir gehen jetzt hier lang. Hier sind, glaube ich, die komischen Sümpfe, wo es das gibt. Das Schwert. Jep. Hornissen. So, das ist das, was ich gemeint habe. Die gehen jetzt zu unserem Schwarm dazu und greifen uns nicht an. Das ist saupraktisch. Oh, fuck. Aber man soll sich dann ein bisschen beeilen, weil nach einer Zeit verschwinden die dann natürlich auch wieder. Und wenn dann neue Hornissen kommen, muss man halt immer einen neuen Trank öffnen. Das ist halt blöd. Ja gut, da vorne, das möchte ich aber machen. Wo ich gar nicht mal weiß, was man da kriegt. Ich glaube, ein Herzcontainer oder Magie. Oh, nice. Hornissentrank. Oder Magie-Container. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also. Oh, hier muss man die ganze Waffen wechseln. Das ist so nervig. Okay, schon verkackt. Also, aufpassen. Erstmal Schwert, dann Kralle und so weiter. Aua. Schnell! Alter, Kay! Oh! Boah, ich dachte, das schlägt jetzt nicht mehr. Oh fuck, ich bin in den Sumpf gefallen. Hoffentlich gilt das jetzt noch. Scheiße. Na gut. Wo bin ich jetzt? Ah, genau, bei der Truhe. Geil. Ja, die Hornissen sind weg. Geil, ein Herzcontainer. Ist das cool, Mann. Okay, schnell meinen Trank öffnen. Zack. Kommt her, ihr Hornissen. Schließt euch meine Armee an. Die Armee der Hornissen. Boah, stell dich mal vor, die würden jetzt alle auf mich gehen, dann würde ich sowas von sterben. Zack, was gibt's hier jetzt so? Ich weiß nicht. Gar nichts. Noch mehr Hornissen. Krüger hole ich mir dann auf dem Rückweg. Freddy Krüger. Sau dumme. Oh, ist das ein Käfig? Wo die überall hinschleppen, was bringt das denn? Ja gut, sie sterben, aber... Das ist ja gemein. Merci. Beaucoup, merci. Was heißt, ich hatte nicht Französisch.
Ich habe auch zurzeit Spanisch. Ich muss jetzt Spanisch machen. 3 Jahre lang. Weil ich vorher keine dritte Fremdsprache hatte. Das nervt schon übel. Aber was soll's. Muss halt sein. Okay, gehst du da hoch? Oh, immer beim dritten Mal. Immer kurz bevor man stirbt. Klappt's dann. Ja, ja. Okay, ich spiele halt auf Risiko. Okay, jetzt ist schon beim zweiten Mal geklappt. Egal. Vielleicht ist hier noch ein Nissentrank drin, wäre ganz praktisch. Ja, sehr gut. Also ohne den Trank wüsste ich echt nicht, was ich hier machen soll. Ich bin mal voll abkacken. Ist das fett, Leute? Das fette neue Schwert! Ja, das ist das beste Schwert, das letzte, was man bekommen kann. Das haben wir jetzt einfach schon. Aber guckt es euch an, das ist richtig fett, so ein richtig fettes Breitschwert. What? Richtig geil, das Teil. Ein besseres gibt's wirklich nicht mehr, nee. Ja, ist schon cool, ne? Ich hoffe mal, die Hornissen sind jetzt alle weg und kommen nicht wieder. Ich guck mal kurz auf die Zeit. Ah, nee, hab noch ein bisschen. 3 Minütchen. Beende ich immer wieder die Aufnahme. Muss ja auch mal sein, ne? Die Musik, ey. Aber die passt zu dem Gebiet hier. Richtig cool. Fatz! Noch nur ein Nissentrank. Jetzt kann ich sie nicht mehr gebrauchen. Jetzt bin ich ja schon hier durch. Wie kommt man da hin? Das frage ich mich auch. Ich meine, bis dahin schafft man das nicht. Auf keinen Fall. Aber wir können es mal probieren. Huhu. Okay, ich habe mich geirrt. Man schafft es doch. Uhu, noch das Teil holen. Geil. Zack. Ja, ja, manchmal muss man sich einfach immer selbst überzeugen. Genau, das wollte ich sagen. Oh, ich habe die Worte mal gefunden. Passiert auch nicht öfters. Nicht öfters, seht ihr? Nicht öfters. Ja, wenn man hier so eine Weile aufnimmt und dann ist man ja auch ein bisschen nervös manchmal. Da fallen einem die Worte einfach manchmal nicht ein. Versteht ihr sicher? Na? Bling. Todessümpfe. Oh, das ist ein schöner Name. Da würde ich auch gerne mein Dorf bauen. In den Todessümpfen. Kommt in die Todessümpfe. Dort gibt es tolle Musik, wie zum Beispiel das Lied vom Tod. Okay. Boah. Robbt es immer wieder bis zum dritten Mal. Was ist denn das hier? Ein Hafen. Nebelmeer. Was bist du für ein Gollum? Wer guckt? Hallo da drüben. Non, Sir, sei keine Fährbetrieb. No, aus Kriegsgründen ist der Betrieb momentan eingestellt. Das Hässliche. Was macht er denn? Aber ich muss. Ich will. Ich setze nicht über. Non Betrieb. Non Diskussion. Es ist viel zu gefährlich auf die See. Ich will doch gar nicht auf die See. Und er haut einfach ab. Seht ihr das? Er haut einfach ab. Der ist doch fies. Ja. Tja, können wir wohl nichts machen. Im nächsten Part werden wir dann mal zu dem Typ reingehen und hier im Sumpf weitermachen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und wir sehen uns dann im nächsten Part zu Legend of Kay. Ciao. Zack.